Srivas, 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 in sich, zieht es in sich, sicherlich zieht es in sich, wie es sich beim Sehen sichtet. Sieh da, sicherlich siehst du in sich dich, du, dir deiner, dich deiner gleich, sich sicher fühlend in sich selbst. Doch, wo du nicht in dir selbst zu ruhen magst und du eine Welt erschaffst von anderen, etwas, was von dir außerhalb scheint, da kann möglicherweise eine Sicherheit, unauftauchbare, sicherliche Sicherheit sich nicht versichern. Nein, so ist es nicht, so ist es nicht, so ist es nicht. Es kann sowohl Unsicherheit auftauchen, wenn aber auch, wer hat sie? Braucht es einen Besitzer, der sich unsicher fühlt? Sicherlich. Doch der Besitzerknoten ist nur so lange ein Knoten, solange es einen gibt, der ihn hat. Und solange der Knoten da ist, gibt es einen, der ihn hat. Und wird der Knoten durchtrennt, indem das Herz gebrochen wird und ewiglich offen für die Ewigkeit sich darbringt, alles aus ihm herausfließen kann, das Ende der Liebe und der Leidenschaft, das Ende des Besitzers und des Knotens, traumgleich, träumt der Wicht, sich wichtig nehmend in einem Leben, das seins zu sein scheint. So intensiv vermag es zu wirken, die Wirkung der Wirklichkeit. Nachtigallen zwitschern, Wasser plätschert, der Tod naht oder auch nicht. Wir wollen ihn nicht rufen und doch sitzt er uns auf der Schulter. Jeden Moment die Zeit verrennt, das Feuer des Gewahrseins brennt, lichterloh vergeht alles, wir können es nicht aufrechterhalten. Heute so, morgen so, wie viel Menschen sind wir denn? 1000 Personen oder mehr, ein jeder treibt sein Spiel und wird getrieben von dem Spiel durch der, durch die Kudugungu.